Hey Leute, heute mal ein etwas anderes Video. Ich zeige euch nämlich, warum das Thema Smartphone für mich mehr und mehr interessanter wird und wohin wir uns bewegen mit diesem Schmuckstück hier. Das, Freunde, ist das Nubia X. Das wird jetzt keine herkömmliche Review, wie ihr die sonst von mir kennt, sondern einfach mal, wir reden mal so ein bisschen über das Thema Smartphone. Und ich weiß, ich habe das schönste Setup gerade. Gucken wir uns doch erstmal hier das Nubia X etwas genauer an. Wir haben hier auf der rechten und auf der linken Seite einen Daumenabdruckscanner, der übrigens extrem funktioniert. Extrem schnell funktioniert. Hier haben wir schon meinen sehr beweglichen Screen, der auch hier touch-sensitiv ist. Hallo? Hey? Nein? Stopp! Ist auf jeden Fall was anderes. Wundert euch nicht, die Regenbogenfarben auf dem Display kommen wegen der Kamera. Also, wundert euch da schon mal nicht, ne? Verdammt! Hier auf der Unterseite verbaut Mono-Lautsprecher und Type-C mit Mikrofoneingang. Oben haben wir es ein bisschen klassisch mit so einem Infrarot-Sensor, Empfänger, Sender, weiß ich nicht, und ein weiteres Mikrofon. Sehr guter Alu-Stahlrahmen. Aber was macht das Ding jetzt besonders? Warum habe ich, nachdem ich mir das Xiaomi 9T geholt habe, was immer noch mein absolutes Lieblingssmartphone ist und was ich auch derzeit immer noch verwende, warum habe ich mir jetzt noch ein zweites geholt? Warum das Nubia X? Weil das Nubia X einfach anders ist. Soll ich euch zeigen, was an dem Nubia X anders ist? Wir halten hier beide Button gedrückt und drehen das Smartphone und dann kommen wir hier zu einem zweiten Display. Und das ist ein echter Display, also ihr könnt hier alles mitmachen. Das ist wirklich zu krank, Mann. Als ich das erste Mal gesehen habe, mich hat es wirklich von den Socken gehauen. Klar, es ist jetzt nicht die beste Auflösung hier, obwohl man eigentlich auch hierbei nicht meckern kann, sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Man kann hierbei nicht meckern. Außer, dass hier auch wieder diese Regenbogen-Dings drauf ist. Aber warum hat Nubia das gemacht? Wir haben hier auf der Frontseite keine Kamera. Die haben sich eine Kamera gespart, indem die einfach einen zweiten Screen auf die Rückseite gepackt haben, damit man hier in den Selfie-Modus kommt. Wie geil ist das bitte? Und zu der Kamera kommen wir gleich noch. Was vorab mit dabei war, ist, hier ist schon eine Display-Schutzfolie mit drauf. Auf der Rückseite, genauso wie auf der Vorderseite. Das sieht man hier ganz gut. Hier ist noch so ein kleiner Sensor. Es ist mit von Haus aus mit dabei. Ich habe das jetzt bei Yearbest gekauft für, ich glaube, 350 Euro, ich bin mir da gar nicht so sicher. Einfach, weil mich dieses Smartphone so fasziniert. Ich werde es aber niemals als Smartphone benutzen können. Warum? Weil hier nicht wirklich gute Google-Dienste bzw. nicht der Google-Dienst angeboten wird. Es ist mittlerweile auf Deutsch erhältlich, was es nie sein sollte. Es ist jetzt mittlerweile auf Deutsch. Wir haben höchstens den Google Play Store. Ja, warte mal, wir haben doch jetzt hier Google Maps. Sind jetzt schon mittlerweile hier drauf installiert worden? Wait a minute. Okay, ich glaube, wir wechseln auch mal wieder. Einfach durch zusammengedrücktes Halten der beiden Taster hier. Nubia hat jetzt schon die zweite Version davon announced und die auch schon vorgestellt. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Eigentlich sollten die Google-Dienste hier drauf gar nicht angeboten werden. Beziehungsweise dieses Smartphone gibt es nicht in Deutschland zum Verkauf. Man muss sich das aus China importieren. Aber jetzt, wo ich hier die Google-Dienste sehe, könnte das doch ein zweites Smartphone für mich sein? Genau, nein, es war konzipiert für den chinesischen Markt, aber es ist jetzt in Deutsch erhältlich mit allem, was man eigentlich braucht. Also rein theoretisch und Praxis könnte man jetzt auch auf dieses Smartphone als normaler Benutzer umsteigen. Leute, jetzt ein bisschen Verwirrung ein, aber das ist auch gar nicht das Thema hier. Das Thema hier soll sein, wozu Smartphones eigentlich in Zukunft fähig sind. Und da gehen wir mal auf die Kamera. Denn wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel ein Objekt ins Bild holen und hier den Autofokus aktivieren, dann sehen wir hier diese grünen Pünktchen und diese grünen Felder. Das sieht man eigentlich nur bei DSLR oder Mirrorless Kameras, wie jetzt zum Beispiel die, die gerade hier aufnimmt, die Sony Alpha 7 S2 zum Beispiel, die hat das nämlich auch. Das hat bis jetzt kein anderes Smartphone, zumindest habe ich es nicht gesehen. Ihr könnt mich da ja natürlich gerne korrigieren in den Kommentaren. Wir haben hier HDR und so weiter und so fort. Natürlich kann man auch hier wieder Bildschirm drehen. Ist ja klar. Live-Filter. Wir können hier Live-Filter drauflaufen lassen, was schon mal absolut krank ist. Und wir haben hier den Kamera-Familienmodus. Und hier werden uns direkt mal so ein paar Sachen entgegengeworfen. Hier können wir uns richtig geile Sachen aussuchen, wie zum Beispiel 3D-Bild. Das machen wir jetzt das auch mal. Aber ich habe das mal kurz vor meiner Hintergrundbeleuchtung gemacht. Und wenn wir hier auf dieses 3D-Bild gehen, können wir mit dem Gyrosensor, der hier verbaut ist, dieses Bild uns 3D-mäßig angucken lassen. Es sieht aus wie ein Video, aber es sind echt Bilder.
Und man kann das natürlich auch noch per Hand steuern. Das sieht einfach so dermaßen sick aus. Und wie gesagt, eBay unterstützt das schon. Ich meine jetzt hier so ein Produkt 3D-mäßig anzeigen zu lassen, ist ja schon was Feines, ne? Das ist so wirklich eine Kamera für Leute, die was zum Spielen brauchen. Wir haben hier noch Slow-Motion-Timelapse. Man kann sich selbst klonen. Wir haben hier natürlich auch noch die AI-Kamera, die man verwenden kann. Wir haben hier Art-Camera. Damit können wir uns in verschiedene Welten transportieren. Wenn wir mal hier jetzt ein Foto von der Tastatur machen, da kann man daraus sowas zaubern. Also es ist jetzt wirklich rot-blau, nicht falls ihr euch wundert wegen dem Regenbogen-Display. Und es bietet so viele verschiedene Möglichkeiten an. Und das zeigt mir einfach, dass wir uns mittlerweile so gut voran bewegen mit den Smartphones, mit der Technologie, mit Kameras. Wir brauchen gar nicht mehr diese fetten Aufnahmekameras hier, Alter. Ich könnte jetzt auch einfach mit dem Smartphone weiterfilmen. Die Qualität ist gut. Wir haben hier zwar nur 1080p mit 60 Bildern die Sekunde, aber es sind die besten 1080p mit 50 Bilder die Sekunde, die ich jemals gesehen habe. Man sieht hier sogar die ganz kleinen, feinen Staubkörner auf meinem Tisch. Lassen wir das mal lieber. Aber ihr wisst, was ich meine. Und die Bildstabilisierung, meine Herren. Das soll jetzt auch wirklich nicht mehr so ins Review-Thema abschweifen. Alleine mit diesem beweglichen Hintergrund hier. Was ist noch alles möglich mit Smartphones? Was ist für euch ein Smartphone? Für mich ist ein Smartphone ein alltäglicher Gegenstand. Den benutze ich zum Arbeiten, zum Entertainment, zum Abschalten, eigentlich für alles. Für wirklich alles. Hier auf der Rückseite sehen wir jetzt auch schon diesen Screensaver, der jetzt angeht. Den kann man sich auf Variabel einstellen, der hängt sich aber leider nach ein paar Minuten auf. Man kann sich einfach die Uhrzeit anzeigen lassen. Oder man legt das einfach hin und es sieht einfach schick aus. Normalerweise bewegt sich noch der Hintergrund, den kann man ja, wie gesagt, Variabel einstellen, aber der hängt sich irgendwie so nach ein, zwei Minuten auf. Ich weiß auch nicht, wieso. Wen könnt ihr das zeigen? Wen könnt ihr das zeigen? Wer hat zu Hause ein Smartphone, dessen Rückseite einfach so aufploppt? Ich meine, ich kann jetzt hier Nachrichten beantworten und alles. Wo führt das noch hin? Haben wir vielleicht in Zukunft wirklich keine klappbaren Smartphones, wie jetzt zum Beispiel das Samsung Galaxy, sondern sowas in der Art? Nubia hat ja schon einige kranke Sachen rausgebracht, wie zum Beispiel eine Smartwatch, die euch hier so ums Handgelenk macht. Und dann habt ihr wirklich so eine ganze Smartwatch, die ihr hier bedienen könnt. Das Ganze aber auch wieder nicht in dem europäischen Markt, was echt schade ist, weil wir haben Potenzial. Wie gesagt, lasst mir eure Meinung zum Thema Smartphones da. Was wünscht ihr euch für Smartphone-Reviews von mir? Und vielleicht interessiert euch ja gerade das Smartphone, was ich verwende, das Xiaomi 9T, nicht das Pro, das normale 9T. Habe ich natürlich auch ein Video drüber gemacht. Wer wirklich gerade ein bisschen Geld in der Tasche hat und seine Freunde beeindrucken möchte oder einfach mal ein etwas, ja, kein alltägliches Smartphone haben möchte, der ist mit dem Nubia X sehr gut bedient. Man bekommt hier preis-leistungstechnisch echt eine 9,5 von 10. Und ihr wisst ganz genau, wenn ich euch was empfehle, dann kann es nur das Richtige sein. Ich habe das schon länger auf meiner Seite, das haben sich auch schon einige von euch geholt und ich habe bis jetzt nur positive Resonanzen davon bekommen. Das freut mich natürlich. Ich werde jetzt mich weiter mal mit diesem Baby in die tiefen Tiefen des Google-Dienstes hier reinwagen und werde mal gucken, ob das nicht doch wirklich mein Zweit-Smartphone wird. Ich muss jetzt zum Livestream. Ich hoffe, euch hat dieses kleine, spontane Video gefallen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein, wisst ihr, was ich meine.